And we're going to roll the cameras. Here we go. Then we were pushing them, but have a good one. Ein, zwei, drei, vier. Oh, 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 oh. Ek, do, tin, char. It's a very good, big God bless you from me, Rory Alec. We are live on Good Morning World, kind of, pseudo, live. It is Art Cross. Good morning, Art Cross. Whether you're watching us locally or around the world, we welcome you to Good Morning Art Cross. We're live in the studio. I've got the whole team sitting on the couch here. If I can have a three shot, would be great just to see everybody there. That's Eric and that's Nina and Frank. We're going to be hearing from them in a little bit. And we're going to be sharing the vision as this week unfolds. We're going to be hearing the hearts, the passions of artists from around this country and indeed further parts in Europe. And so it's going to be a great week where you're going to feel the faith, you're going to feel the spirit. You're going to find out more about Art Cross every morning at 8 a.m. when we join you here on YouTube, or if you're watching on web, or if somebody sent you this link, welcome, welcome. Joining me as my co-host on this breakfast show, I've got Eric. It's good to see you. You and I are both doing classes this week. Tell me a little bit about what you got planned for your class. Okay, we planned it in our class. We plan to do 1 week like storytelling and speaking in front of the audience. And we tried to find out some stories for everyone in a personal way, that everybody has a certain tool that helps in his situation in his life. Yeah, it sounds super-de-duper. And I've also got two students joining me. I've got Melinda and Georg. Georg is a father of the Catholic Church. I think he's like way north of me. I don't quite know how old he is. And then I've got young Melinda, who's 14, and she'll be joining me as well. So I've got two great students that'll be training with us right here in the studio. If I can have camera number four, would be great. Got the whole studio here, and I've got my switcher director next to me here. I'm waving there. You see me on the right-hand side of your screen. I've got Martin Novak from Germany. He's a very famous director, a little shy, but distinguished nevertheless. And he's switching the cameras. So when I go to the studio, you'll see him going between Eric. You'll see him going between the three shot. There it goes. Wonderful. And he's got a couple of the others all lined up so that you guys can actually join us on this program. We'd love to hear from you wherever you are. Eric, you're going to be talking with the founders of Art Cross, who are sitting there with you in a few moments. Yeah. But there is an exciting event coming up, Eric, next March. And it's some 24-hour worship prayer thing. So why don't we take a moment and find out a little bit about that, what's coming up, and then we'll be back with you on the couch talking to Nina and Frank. How does that sound? Okay, wonderful. Sounds good. Yes, perfect. Good morning, world. Hallo Art Cross 2023, hier ist die Miriam, liebe Grüße aus Wien. Leider habe ich es heuer nicht geschafft, persönlich mit dabei zu sein, aber ich gehe davon aus, dass ihr eine ziemlich coole Zeit habt bei dem neuen Art Cross, das erstmals im Machtring stattfindet. Apropos neu, auch ich bereite mich gerade intensiv auf ein neues Projekt vor, zu dem ich dich auf diese Art und Weise einladen möchte. Und zwar wird es von 2. bis 3. März 2024 in der Expedithalle in Wien für 24 Stunden ein überkonfessionelles Lobpreisprojekt geben. Warum Lobpreis? Weil es Gott einfach zusteht, angebetet zu werden. Und zwar von jedem und auf jeglich erdenkliche Art und Weise. Und warum überkonfessionell? Weil wir daran glauben, dass wo wir Christen uns eins machen, wirkliche Sprengkraft freigesetzt werden kann. Es werden über 50 Mitwirkende aus über 20 Gemeinden involviert sein. Und unser Herzensanliegen ist es einfach, Gott mit unserer Anbetung, unserem Lobpreis und unseren Gebeten zu bestürmen.
Deswegen auch der Titel Himmelstürmer 24, zu dem ich dich persönlich einladen möchte. Man kann natürlich in die Expedithalle nach Wien kommen, aber mindestens genauso wertvoll und wichtig ist es uns, wenn sich Gemeinden, Kirchen, Hauskreise, Jugendgruppen, Freunde, Familien finden würden, die ihre Türen aufmachen und einladen und sich via Livestream, den es geben wird, mit uns eins machen, sodass wir zur selben Zeit an unterschiedlichen Orten in Österreich wie ein Netz der Anbetung spannen. Also, wenn das für dich oder deine Gemeinde oder deine Kirche von Interesse sein könnte, dann nimm doch bitte die Flyer vom Himmelstürmer mit, die aufliegen auch bei Artcross. Schau bei unserer Landingpage vorbei. Dort kannst du dich auch in eine Info- und Gebetsliste eintragen und wir kommen so in Kontakt und du bekommst immer die aktuellen Infos rund um das Projekt Himmelstürmer. Ja, ich wünsche euch jetzt noch eine großartige Zeit bei Artcross und wer weiß, vielleicht bestürmen wir ja im März 2024 den Himmel schon gemeinsam. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn du mit ins Boot einsteigst. Alles Liebe, eure Miriam. Good morning, morning, morning. Ja, wir sind hier wieder bei unserer Morgenshow von Artcross. Wir haben heute zwei Top-Gäste. Ich bin der Eric, aber unsere zwei Gäste werden wir jetzt ein bisschen genauer kennenlernen. Das sind zwei Gäste, die Artcross seit vielen, vielen Jahren mittragen, auf dem Herzen gehabt haben, vor vielen Jahren als eine wunderbare Vision, die sich hier verwirklicht hat. Ich begrüße zuerst mal eine Frau, die sehr, sehr viel zu diesem wunderbaren Event beiträgt. Das ist die Nina. Willkommen, Nina. Hallo, Eric. Nina, was hat dich bewogen, bei Artcross diese Last, diesen Rucksack auf dich zu nehmen, pro Nacht vielleicht nur 2-3 Stunden zu schlafen, weil es wirklich so viel ist? Was motiviert dich? Naja, das war so. Ich war beim Vorgänger dabei als Studentin. Ich habe verschiedene Workshops ausprobiert auf Bring the Arts to Life. Und ich werde nie den Moment vergessen, als ich die Carola Kay, die auch jetzt wieder hier ist und Gesang unterrichtet, erlebt habe, beobachtet hat, wie sie gestrahlt hat, wie sie für mich irgendwo Jesus, Gott, Freude, ich kann es kaum beschreiben, das wirklich so ausgestrahlt hat und ich habe mir gedacht, wow, das ist es, ja. Das war das eine und dann bin ich ein bisschen als Kofferträgerin reingewachsen, so dekorieren und helfen da und dort und ich werde es auch nie vergessen, wo ich mir gedacht habe, wenn ich das Ding machen würde, dann würde ich das und das tun. Also ich habe dann schon so ein bisschen mitgedacht und außerdem war da so eine Woche und ein Moment, wo ich am Ende der Woche gesagt habe, ich bin in meinem Element. Das, also ich fühle mich so lebendig wie eigentlich nie davor oder danach. Oder das war so ein, ich habe dann nachher gesagt, es ist wie wenn Gott mich geküsst hätte. Und meine Hauptmotivation ist eigentlich, dass ich sage, ich will wieder geküsst werden, wie das wow. halt so ist im Leben. Wow, schön. Genau. Und die Nina hat einen ganz, ganz besonderen Mann, der das seit vielen, vielen Jahren mitträgt. Und so wie ich einschätze, ist er jetzt nicht der Große, der im Mittelpunkt steht, der vorne steht, sondern das ist der, der vielleicht weniger Applaus bekommt, den man vielleicht gar nicht so beklatscht, ja, weil er arbeitet im Hintergrund. Frank, was motiviert dich bei Artcross? Meine Frau? Nein. also ich war ja auch bei Bring the Arts dabei, bin begeisterter Gitarrist und habe den legendären Martin Moro genossen, aber nicht nur einmal, sondern ich habe mehrere Anläufe gebraucht, aber das hat mir Bär gelungen. Und ich muss gestehen, also dieses geküsst werden von oben oder diese Stimmung, diese spezielle Atmosphäre, also das ist etwas, das mir schon bei Bring the Arts sehr getaugt hat. Wir haben unvergessliche Momente erlebt. Und da dabei zu sein, das wieder zu beleben, als dann Bring the Arts am Ende war,
Also das hat mich schon sehr beschäftigt, und als die Nina dann eben so verrückt war, ja zu sagen, und ihre Bedingungen so erfüllt waren, also so, was sie ja durchaus auch Gott hingelegt hat, habe ich gesagt, okay, bin dabei. Und nachdem sie jetzt das mit den Zahlen nicht so hat, habe ich halt die Finanzen übernommen und kalkuliert und gerechnet, und es hat sich gerechnet. Schön. Also die Nina hat vorher erzählt, und wie wir von der Nina wieder mal gehört haben, sie ist ja eine Visionärin. Wenn man spürt, dass sein Herz klopft und da muss ich hin, das sind die Visionäre. Nina, deine Vision für die Zukunft. Wenn du jetzt wüsstest, dass du niemals scheitern könntest mit diesem Art Cross, was für eine Vision hättest du noch in Zukunft? Also man kann sowieso nie scheitern, oder? meine Vision ist jetzt schon einmal ein Stück erfüllt, das muss ich an dieser Stelle sagen, denn meine Vision, egal was ich mit Gott erlebe oder mit Christinnen und Christen unterwegs bin, meine Vision ist immer, dass das in der Welt, on the marketplace passiert. Mhm. Also ich habe so ein Saying, ich habe so einen Spruch, ich möchte eigentlich nie was nur mit Christen gemeinsam machen. Ob das jetzt ein Gottesdienst ist oder sogenannter Lobpreis oder irgendeine Blase, ich möchte eigentlich nie, dass da nur gläubige Menschen dabei sind, sondern ich möchte, dass das weitergeht. Mhm. Auch Jesus ist schon im Stall auf die Welt gekommen, er hat sich mit Zöllnern und Sündern bewegt, was ihm die Pharisäer ja vorgeworfen haben. Und da ist jetzt schon ein Stück Vision passiert, weil wir hier in Machtrenk, im Herzen Oberösterreichs, wirklich on the marketplace sind. Wir sind vom Bürgermeister unterstützt worden. Wir haben immer wieder Leute, die reinschnuppern, einfach von der Straße, Jugendliche, die abhängen. Wir sind offen für Gäste. Endlich sind wir nicht versteckt in einer Kirche, sondern wirklich out there, also da draußen. Ja. Und das ist schon ein Riesenstück. Die nächsten Stufen oder Stücke ist, dass es sich nochmal multipliziert. Ja. Ja. Weil ich glaube daran, alles, was Gott lebendig macht, multipliziert sich. Ja. Das ist biologisch so. Ja. Ein Weizenkorn oder eine Familie, also es multipliziert sich. Dass ob das jetzt online ist, ob Menschen inspiriert sind, neue Kunst zu machen, neue Genres, Geschichten zu sammeln, egal, dass sich das multipliziert. Mhm. Und ein Traum, der jetzt so ansteht, ist jetzt die Art Cross Academy. Wow. Dass wir nicht nur eine Woche Workshops und Kunst feiern, sondern auch unter dem Jahr wertvollen Input von Leuten wie dich zum Beispiel, also professionelle Künstlerinnen und Künstler, die andere anleiten, was kann ich noch besser machen? Ja. Egal, ob in der Musik, hinter oder vor der Kamera und so weiter. Mhm. Du bist Missionarin, du bist eine großartige Künstlerin, du bist aber auch Kunstpastorin. Als was definierst du dich? Wo schlägt dein Herz? Ja, ich bin schon Kunstpastorin, aber ich würde mich mittlerweile sogar ein bisschen so wie eine Arts Apostle sehen, also eine Kunstapostolin. Ich denke sehr strategisch, apostolisch, fast schon politisch. Ja. Also Pastorin definiert sich für mich eher so im seelsorgerlichen Bereich, im Begleiten und Coachen von Menschen. Ja. Ich predige sehr gern, sehr künstlerisch. Ja. Da war jetzt auch jahrelang mein Schwerpunkt und in der Leitung von Artcross. Aber mein Herz schlägt schon für die Gesellschaft. Ja. Mein Herz schlägt sehr politisch. Ja. Und da auch Netzwerke zu schaffen, dass Menschen, die Gott erleben, einfach draufkommen, was kann ich tun, dass diese Welt jetzt schon besser wird? Wie kann ich Himmel auf Erden bringen? Ja. Das ist so mein Herz. Ja. Frank, er ist ein großartiger Gitarrist. Wie geht es dir, wenn da wunderbare Seminare sind mit den erstklassigen Gitarristen und du sitzt in deiner Kammer und machst die Buchhaltung? Was bekommst du zurück? Wo denkst du, das hat sich jetzt gelohnt, trotzdem nicht Gitarre zu spielen und deine Sache zu machen? Glücklicherweise sitze ich nicht nur beim Kämmerlein, sondern ich war immer wieder mal auch dabei. Sporadisch, aber doch. Also für mich ist es schon ein Herzstück von Artcross sind diese Beziehungen. Ja. Das hat bei Bring the Arts begonnen, mit den Künstlern, teilweise Teilnehmern, die dann immer wieder gekommen sind. Und also dieses Zusammenwachsen, dieses miteinander Leidenschaft teilen, also das ist etwas, das so eine Belohnung ist, so rewarding ist und so einzigartig. Das ist auch etwas, wo ich denke, dass Artcross auch
jetzt schon so lange überleben lässt oder dass es immer wieder weitergeht, weil es so eine Qualität hat. Also dieses Miteinander, und das ist ganz abgesehen davon, was ich jetzt da jetzt einbringe oder profitiere, ist es dieses gemeinsame Leben und Feiern. Also das ist das, was wofür es wert ist. Ja, und ich glaube, es geht uns allen ein Stück weit so, dass es gar nicht so drum geht, jetzt der große Spezialist zu sein in diesem Fachgebiet, sondern es ist eine wunderbare Gemeinschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich, wenn man noch mal zusammenfassen kann, was bedeutet für dich Artcross in einem einzigen Satz? Artcross ist durch Kunst Himmel auf Erden erleben und erlebbar machen. Mhm. Das wäre so mein Satz. Wow. Und du, Frank? Ja, Artcross ist Leben. Ja. Good morning, morning, morning. So, Frank and Nina, what's it like being, for the English viewers who don't understand German, joining me here, what's it like being in this new venue, this new birthing, this new Artcross 2023? Well, first of all, I want to say that we are the last hero standing in the German-speaking world as a Christian art festival and seminar. So we had some colleagues and collaborations, but they all stopped due to different reasons. But to have a one-week camp and a one-week festival as a Christian art seminar, this is the last one in the German-speaking world. And we are making it so-so. I mean, it's rock and roll and roller coaster. For you guys at home, if you want to reach out to us, we'd love to hear from where you're watching for the global audience and, of course, the local audience here, the Artcross community. We want to show you what it was a little bit like the previous version of Artcross. And we're going to play in what Artcross looks like for those of you who know very little about Artcross. It's a good morning world live here in the Artcross studio, and we're doing Good Morning Artcross. So Artcross, local and global, wherever you guys are watching, it's me, Rory Alec. Lovely to hang out with you. Listen, don't forget to send us an email, info@artcross.com. We'd love to, .at, my apologies, artcross.at. We'd love to hear from you. If you have any prayer requests, the prayer team here will be happy to pray for you guys wherever you're watching from. Hey, we're one big family in God, and it's lovely to be here. But we're going to go back to the studio here. And Eric, you're picking up on part two on this excellent interview. Yeah.
Wir haben Nina und Frank hier. Ich persönlich finde Artcross das beste Event von ganz Österreich im ganzen Jahr. Und es ist auch vom Überkonventionellen das größte, faszinierendste. Du hast gestern, ersten Abend, hast du den Christopher Columbus erwähnt, dass er nicht genau gewusst hat, in welches Land er fährt und wie er dort angekommen ist, hat er nicht gewusst, wo er überhaupt ist. Mit einem Geld, das ihm gar nicht gehört, das ist aber eine andere Sache. Aber für mich hat Artcross jedes Mal ein bisschen der Kurs verändert in meinem Leben, abgesehen von der ganzen Kunst. Wie ist es für dich, Nina? Wo hat Artcross dein Leben, man kommt ja dann ganz woanders an, für ganz wenige Grad dein gesamtes Leben verändert? Ja, so wie ich zuerst schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, mehr und mehr in meinem Element zu sein. Mhm. Also ich bin zum Beispiel draufgekommen, dass ich wirklich ein Leiter bin. Ja. Also ich bin eine Leiterin, eine Managerin und bin aber nicht so aufgewachsen, bin sehr reduziert, sehr die Frau schweige in der Gemeinde, ich darf nicht Theologie studieren, ich darf auf gar keinen Fall andere anleiten, und in mir drinnen brodelt so der dominante Einpeitscher, angefangen bis der Visionär, die Apostolin und so weiter. Und das hat schon immer mehr nachgeschärft. Mhm. Ich musste auch zugespitzt werden. Also ich musste auch lernen, mit Profis, gerade im Kunstbereich, zu arbeiten, die dann gesagt haben, du bist zu lang, das geht so nicht. Es wird immer mehr zugespitzt und das tut weh. Also man schleift sich nicht nur menschlich, sondern man ist auch herausgefordert, auf der Bühne oder eben jetzt in diesem Studio vor der Kamera Anweisungen zu bekommen, Feedback zu bekommen. Und das ist nicht immer lustig, ja? Aber das hat mich, glaube ich, einfach nach vorne gebracht und immer mehr in meine, wenn du so möchtest, ich mag das Wort sonst nicht so, aber wirklich in meine Berufung gebracht. Ja. Frank, du hast eine wunderbare Frau an deiner Seite. Ich sage nur so viel. Was schätzt du an ihr? An meiner Frau, was schätze ich an ihr? Das ist ihre Klarheit, dass sie sehr genau weiß, was sie will. Ihren Humor, ihre zutiefst innewohnende Barmherzigkeit in aller Klarheit. Also ihre Fähigkeit, blutbarm zu sein. Also das ist so ein anderes Bild, das ihr Leben bestimmt, eigentlich schon seit Jugend an, oder wo sie gläubig geworden ist, dass sie so eine Blutbahn ist im Leib Christi und wirklich die Fähigkeit hat, verschiedenste Glieder des Leibes miteinander zu verbinden, die so nie im Leben etwas miteinander zu tun hätten. Ja. Also das ist etwas, das ich ungemein schätze. Wow. Und wie hat Artcross dein Leben verändert, auch wenn es nur wenige Grad sind? Ich bin leidenschaftlicher Theologe und im tiefsten Herzen Evangelist und habe gemerkt, dass so wie Artcross funktioniert, das eine ganz spezielle, feine Art ist, Menschen zu rufen. Also ein Buffet zu eröffnen, wo Menschen sagen, boah, da möchte ich dabei sein, und so Reich Gottes erleben und dabei sein wollen. Also das ist jedes Mal ein bisschen anders. Eben, ja, es verändert sich immer, aber es ist so dieses reichhaltige Buffet, aber am Ende des Tages steht da drinnen Jesus, der einlädt. Und es ist einfach ein wunderschönes Schaufenster und eine wunderschöne Einladung. Ja, und ich glaube, diese feine Art, mit Menschen umzugehen, das ist etwas, was wir hier alle spüren, und ich denke auch, dass ihr das mit unseren wunderbaren Gästen jetzt gespürt habt. Good morning, world! By the way, just to all of you guys watching around the world, we are doing it live in the studio. We've got the team here. If I go to the studio shot, camera number 4, you can see all of the setup here. We've got me over here. We've got young Melinda. Turn around and wave at that camera there and say hi to everybody. There she is. And there's Marcus over there. And I promise you, we do have a very famous German director hiding behind me. I don't think he'll have... There's his fingers there. So we're doing it live here in the Artcross studio, enjoying it very much. It is a challenge, Saints. If you hear audio challenges, just know that the whole team, students, myself, we're all working together to get this right. But before we shut down on this Good Morning Artcross, Nina, it would be great to know what's happening Tuesday night tonight on the
what's happening on the program so that whoever might want to come and travel and be with us can join us. Tuesday night will be the only lecture or preaching because usually we let the arts preach. We let the arts preach. But Tuesday night there will be a lecture on faith or on God and art. Why is this connected? What has art to do with God and vice versa? So it will be a long lecture, but it's a blend and a mix because we have a great handcraft calligrapher. I don't know the English term now. Who's doing the great calligraphy. He's a graphic designer and he's doing calligraphy. And he will do it live and will be filmed and projected on wonderful pictures of a friend of mine that I really love and like. Great pictures. So we will have a blend of graphic arts and pictures and music, live music, improvisation, together with this big question, what has got to do with arts and artists? So don't forget, you can join us here in Machtrank. We'd love to see you. Every evening we're doing something wonderful. You know, we're doing wonderful worship. Of course, the team and I will be sweating here in the studio, but it's great stuff. Here is a saxophone player, by the way, who's in the worship band. And I just stumbled into him and said, hey, what does God sound like to you? And this is what he said. He made me alive and he gave me meaning and a purpose. How would you express that? There, Rupert playing that saxophone beautifully, how he feels God in that moment. Eric, thank you so much for being with us as our host on this Tuesday morning. We appreciate you so much, brother. And I wish you well with your classes this week, as indeed all the teachers of Art Cross. 25 Jahre jetzt mit dabei. Das auf dem Bildschirm anschauen ist das eine, aber live mit da einzusteigen vor Ort in den nächsten Jahren ist ein ganz anderes Erlebnis. Yeah, wonderful there. Well, Nina will be on the couch tomorrow. Nina will be co-hosting with me and also Micha, her son, will also be here. So we're going to have a great time together. We got lots to share with you this week. Again, remember, you can contact us at info@artcross.at. I look forward to, and the team look forward to hearing from you. Listen, thanks for hanging out with us. I'm looking for my outro here, and then I'm going to play that, and we'll catch up with you guys again tomorrow, 8 a.m. if you're watching in real time. Otherwise, morning, noon, or night, whatever works for you. We look forward to hanging out with you on Good Morning Art Cross. Don't forget, we'd love to hear from you guys. Send us that info@artcross.at. Wow, I think we birthed our first show. Anyway, from me, Rory Alec, until tomorrow, we love you guys and look forward to seeing you soon. Ciao for now. Good morning, morning, morning.